So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir haben beim letzten Mal in diesem, Moment, wie hieß das Ding? Meinst du die Station? Nein, ich meine. Oder wir waren in der Konfliktzone. Ja, irgendwie wird mir das hier nicht mehr angezeigt unter Navigation. Ich bin verwirrt. Vielleicht haben sich die Konflikte gelegt. Tatsächlich. Steht da nicht mehr bei. Verdammt. Dann müssen wir uns wohl eine neue suchen. Och nö. Also wir suchen uns dieses Mal eine neue Konfliktzone. Dass wir Och nö. Ich habe übrigens noch ein paar Dingenstarts, die ich einlösen kann. 100, nee, 1000 Credits für was weiß ich was. Ich habe nichts mehr einzulösen. Habe ich alles schon letzte okay. Folge gemacht. Moment, wie viel bin ich jetzt? Das war der falsche Knopf. 374.000. Ich bin jetzt bei 288.000. Okay, also dann, oh, verdammt, jetzt müssen wir uns wieder was anderes suchen. Ich gehe mal kurz auf die galaktische Karte. Dann sieht man die hier auch mal. Militärsysteme gibt es ja immer noch keine. Wozu auch? Ja, das wäre ja langweilig. Ich suche mal nach weiteren Hightech-Systemen. CPC-22212. Klingt vertrauenserweckend. Ist das in der Nähe hier? CPC? Vier Sprünge. Okay, CPC wie? Also CPC, Leerzeichen 22, Leerzeichen 212. Moment, ich muss mir erstmal kurz die Systemansicht anschauen. Ich weiß ja auch noch nicht, ob es da irgendwie eine Konfliktzone gibt oder so. Aber das sieht immerhin nicht ganz so klein aus, da könnten wir vielleicht Glück haben. Auf jeden Fall sind das schon mal Stationen, zu denen man fliegen könnte. Ja, ich fliege mir mal zur Road Odeck. Ach, zu der Würfelstation. Ich habe ihm jetzt erstmal das System geplottet. Das muss reichen. Ja, gut, ich habe direkt mal die Würfelstation. Moment, vielleicht könnte ich auch noch die Route dahin berechnen. Halt, nein, zurück. Erst muss ich natürlich bei der Navigation wieder auf schnellste Route umstellen. Ist das. Moment, ändert er das immer? Ja, das ist jedes Mal wieder auf. Wieso kann ich nicht hier Route planen? Das ist jedes Mal standardmäßig wieder auf wirtschaftlichste Route. Also bei mir steht stand es standardmäßig auf schnellste Route. Ach, bei mir. Ach, was weiß ich. Starten, weg hier. Irgendwas machst du falsch. Bei mir steht es jedes Mal wieder standardmäßig auf wirtschaftlichste Route. Elite Dangerous speichert bei dir irgendwie generell nicht so viele Sachen, glaube ich. Die speichern, das wäre ja langweilig. Ja, braucht ja keiner. Ne, speichern wird überbewertet. Weg hier. Vollgas. Ship released. Engines engaged. Okay, ich sollte den In-Game-Sound nochmal etwas leiser stellen. Die Stimme hier hat mir gerade halber das Ohr weggebrüllt. Ja, langsam. Halt. Oh Gott. Nix, ich wäre nur beinahe mit der Station kollidiert. Ach, mit dem Ausgang? Ja. Sehr gut. Ah. Okay. Wenn du aus der Station rausfliegst, zur grünen Seite. Zur grünen Seite? Ja. Drehen, da ist der Punkt. Also da ist der ich bin schon draußen. Vektor, wo du hin... Achso, okay. Also nein, das ist der Vektor, wo du immer auf der grünen Seite rausfliegen. Das grüne Leuchten bedeutet ja, dass da frei ist. Wenn es da rot leuchtet, kommt dann da in der Regel ein Schiff entgegen. Ja, nein, ich meinte nur, dass der Navigationsvektor auf der Seite ist, also dass du nicht nach da drehen musst. Ach so. Egal. Das war so. Das war alles. Ach, natürlich, die Lautstärke der Schiffsstimme habe ich ja noch nicht angepasst. Deswegen war das so laut. Sehr gut. Erklärt einiges. Hallo? Ich wollte. Frameshift Drive Charging. Sag mal, willst du mich verarschen?
Warum habe ich die gerade leiser gestellt? Okay. Jetzt wurde sie leiser, ein Wunder. Die hat einfach nur gebraucht ewig, um das zu übernehmen. Sehr gut. Oh. Ja, das passt. Erstmal ein bisschen Treibstoff sammeln und hoffen, dass ich mein Schiff nicht dabei verkoke. Ausnahmsweise. Moment, ich könnte auch mal. Ach, verdammt. Ich wollte gerade mal auf die Galaxienkarte gucken, ob ich überhaupt Treibstoff sammeln muss oder ob ich auch ohne ans Ziel komme. Also ich glaube, bei mir reicht es nicht ohne. Der Tank war nämlich jetzt gerade fast leer. Okay. Nein! Notstopp, zu nahe, verdammt! Katsching! Ah, ich glaube, jetzt reicht es. Achso, okay, ja. Nichts gestrichelt. Wobei. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Tank geschrumpft ist. Ein paar Sprünge, zack, weg. Spontane Tankschrumpfung. Da ist bestimmt irgendwo ein Leck. Ja, ja, natürlich. Ah, aber das, da kann man aufscopen. So, machen wir das mal besser. Galaxienkarte. Okay, meine Benzinreserven reichen. Benzin ist es ja nicht. Treibstoff. Sag mal, der will aber auch einfach die Lautstärke-Einstellung nicht beibehalten. Er will dich ärgern, ja. Sobald du was sagst, werden interessanterweise die Lautstärke-Einstellungen im Ingame leiser. Und wenn du dabei nichts gesagt hast, werden sie lauter. Ja, also warum auch nicht, ne? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Suspekte Bugs überall. Da geht's lang. Bist du auch gerade in dem System hier? Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay. Mein Frameshift-Antrieb lädt noch. Plupp. Jetzt plupp. Ich bin schon im neuen System. Ja, es ist. Ah. Okay, der letzte Sprung ist so kurz, deswegen reicht das mit dem Treibstoff tatsächlich. Wie sieht's denn eigentlich aus in dem System? Moment. In dem System, in dem ich jetzt gerade bin, gibt's gar nichts. Wie weit bist du denn? Obwohl, du müsstest jetzt. Ja, du bist ja auch neben mir. Ja, ich flieg hinter dir her gerade. Ich wollte gerade sagen. So. Jetzt muss ich mal direkt. Nein, hier gibt's leider keine Konfliktzonen. Schade. Also weg hier. Suchen wir uns das andere. Moment, ich sollte vielleicht trotzdem mal die Station anfliegen, um aufzutanken. Geht schneller als mit dem Fuel Scope. Hoffe ich einfach mal. Ich weiß ja nicht, wie weit die Stationen entfernt sind. Ja, ich werde gleich vorbeischießen. Soweit. Ich habe einmal gerade kurz. Hast du Notstop provoziert? Ja, nein, ich habe selbst Not gestoppt. Ach so. Kann man mal machen, ja. Jetzt bin ich noch 0,5 Lichtsekunden weit weg. Und muss kurz warten, bis mein Frameshift-Antrieb abgekühlt ist.
eher schneller, wenn man weniger Gas gibt. Nee, irgendwie ja nicht so. Egal. Mein Tank wäre dann jetzt voll. Also mit meiner aktuellen Geschwindigkeit wäre ich noch 7 Tage unterwegs. Ich glaube, ich gehe auch zum Stern. Vielleicht ist es einfacher. Dann gucke ich mal in die galaktische Karte. Ja genau, such du uns mal was raus. Militärsysteme wird es wahrscheinlich immer noch nicht geben in der Umgebung. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz warum. Aber eigentlich waren das ja immer so Gebiete, wo Mineralien, also wo Mineralien abgebaut wurden, oder? Ja, Abbaugebiete kann sein, dass da dann. Eigentlich ist es in der Regel so, dass das, also ist mir zumindest mal aufgefallen, dass es meistens Konflikte gibt in ehemaligen Abbaugebieten, wo man, wo es halt mittlerweile kein nichts mehr zum Abbauen gibt. Okay. Also, ANGI wäre ein System, was unter Mineralien und Technologie, also in erster Linie Mineralien fällt. Das ist Abbau und Raffinerie. Klingt nicht schlecht. Wie weit ist das weg? 13,5 Lichtjahre. Oh, okay, das geht dann auch. Wie heißt das? ANGI. Einfach nur ANGI? Ja. Okay, das finde ich gleich, sobald ich aufgetankt habe. Moment, vielleicht kann ich es mir ja schon mal markieren. A-N-G. Ich spring schon mal dahin. Das war ein H. Fuel skip disengaged. Wo ist das hinter mir? Das war ja ganz klar. Ne, diese Richtung. Fuel scooping. Dann kann ich noch mal ein bisschen Treibstoff sammeln. Noch mal eine halbe Runde um den Stern. Ja, wenn du die Gelegenheit machst, hast, würde ich voll machen, ne? Ja, hab ich gleich. Voll. Ja, so langsam wird's auch heiß im Schiff, es fängt an zu dampfen. Ah, ich war aber nur bei 94%, jetzt geht's wieder zurück. Noch kein Hitzeschaden. Du sollst nicht immer die Heizung anlassen. Oder zu dicht an die Heizung ranfliegen. Nee, ich hab nur den Schiffscomputer übertaktet. Ah ja, kann man mal machen. Ne? Vielleicht berechnet er dann die Route schneller. Ja, genau. Ich glaube, das war in älteren oder in früheren Versionen von Elite wohl ein ziemliches Problem mit der Berechnung der Routen. Ach echt? Weil das wohl gerade so bei sehr langen Strecken, wo du über viele Sprünge gehst, hat das wohl ziemlich lange gedauert, bis die Route berechnet war. Okay. Oder es ging teilweise einfach nicht. Interessant. Das war zwar auch so in dem Zeitraum, bevor ich mir das gekauft habe, aber das Problem gab es angeblich mal. Das hat mich nicht gewundert. Du meinst dann in früheren, also nicht in Elite Dangerous, sondern in früheren Teilen des Spiels, oder? Schon in, also in früheren Versionsstellen von dem Spiel. Ach so, okay. Also schon von Elite, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Ja, es gab ja schon. War schon. Ne? Es gab ja auch frühere Teile von Elite. Habe ich aber nicht gespielt. Ja, also ich auch nicht. Kann auch sein, dass es davon war. Keine Ahnung, aber ich glaube, das war von dem aktuellen. Also ich habe auch vor dem Spiel hier noch nie davon gehört. Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Stationen und das war's. Sonst nichts? Keine Militärgedöns-Zeugs? Nee. Moment. Ein paar Planeten und dann... War es das? Das war doch das System hier, oder? Ja, genau. Da sind zwei Asteroidengürtel, aber das sind halt welche. Dann, Die sind nicht so dolle. Gehe ich nochmal auf die galaktische Karte und suche nochmal nach Abbau. Also Luluvala wäre 3 Lichtjahre entfernt, das wäre das nächste hier. Das, wie heißt das?
Luluwala. Also mir wird als nächstes Sorbago angezeigt. Also als nächstes, was für Mineralien ist, ne? Ne, ich bin jetzt bei Abbau, nicht bei... Was hast du? Oder einen? Moment. Ach, verdammt, das war die Markierung für Föderation. Ist beides rot. Das ist natürlich sehr gut. Ja, gut. Ja, die Zugehörigkeit juckt mich doch gar nicht. Abbauindustrie, ich fliege einfach mal dahin. Du kannst dir ja mal ein anderes Ziel raussuchen und dann nehmen wir einfach das, was... Moment, wo fliegst du hin? Nicht, dass ich da auch hinfliege. Sorbago. S-O-R-B-A-G-O. Also flieg du doch mal nach Lachangu oder sowas. Ja. Kann man auch keine Systemkarten, Systemdaten verkaufen, das ist super. Achso, Moment, ich könnte mal gucken, ob es dafür Systemdaten gibt. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Ja, es gibt eine Systemansicht. Dann? Nein, hier gibt es nicht mal Abbaugebiete. Also, hoppla. Dann versuche ich es mal mit... Coordinate? Ach, was weiß ich, was das ist. Das wird wahrscheinlich irgendwas Französisches zu das sein. Ich glaube, wir gehen einfach dazu über, die Systemnamen immer nur zu buchstabieren, weil beim Aussprechen sowieso immer nur Kacke rauskommt. Da gibt es aber auch nichts zum Abbauen. Skirarake. Gesundheit? Danke. Gehört zum Imperium, hat nur eine Bevölkerung von 147.826. Naja, egal. Einfach mal hinfliegen. Ah, ich hab was gefunden. Was? Kampfbereich heftig und weniger heftig. Wo? In, wie heißt das jetzt? Lachangu. Lachangu. Okay, genau. Ich komme. Ich guck mal, wie weit die entfernt sind. Wollen wir den weniger heftigen oder den heftigen? Ja, den weniger heftigen. Der war schon heftig genug für uns. 720 Lichtsekunden. Ich glaube, um in den heftigen zu gehen, sollten wir uns erst eine Walsche organisieren. Da müssen wir auch ganz schön lange Kampfbereiche farmen. Naja, 4 Millionen, gut, mir fehlen jetzt nur noch 2. Mir fehlen noch 4. So ungefähr. Na, du hast ja schon auch ein bisschen was in dein Schiff investiert. Steht, also auf dem rechten Menü muss das irgendwo aufgeführt sein. Ich kann jetzt leider nicht reingucken, weil ich im Hyperraumsprung bin und es da kein Menü gibt. Ich habe keine Ahnung, wo das steht. Unter Status ist es, glaube ich, nicht. Nein, jetzt nicht! Nein! Verdammt. Doch, es ist unter Status und dann kann man da im rechten Teil, da ist ja der Ruf und da kann man doch... Jetzt bin ich an dem Ziel vorbeigeflogen, weil ich in dem Moment da in den Schiffscomputer rechts geschaut habe. Es gibt hier übrigens 2 Kampfbereiche, die weniger heftig sind. Wenn du in der Nähe bist, fällt dir das aber erst auf. Ich habe den oberen, ja. Nee, es gibt 2 heftige. Nein, kein Abfangmanöver. Och. Ja, kann man mal machen. Wieso kommt immer dann ein Abfangmanöver, wenn ich gerade zum nächsten Ziel navigieren will? Ich weiß es nicht. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe keine Ahnung. Nein, wenigstens hast du rausgeschafft. So, jetzt, mir wird nur ein Kampfbereich... Ach doch, tatsächlich 2 Kampfbereiche, die weniger heftig sind. Ich nehme einfach mal den, auf den ich gerade schnurstracks zuflieg. Ah, bremsen. Wie weit ist der entfernt gewesen nach dem Sprung? Ich habe keine Ahnung. Ich bin zwischendurch durchs Abfangmanöver irgendwie völlig vom Kurs abgekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Weil der eine war 700 entfernt, der andere war 900 entfernt irgendwie. Also ich kann dir sagen, dass der jetzt noch 30 entfernt ist. Ist der direkt bei dem Planeten? Bei diesem hellen? Ich sehe keine Planeten, nein. Dann fliegst du auf den anderen zu. Ach, nö. Der ist von hier aus jetzt 500 Lichtsekunden entfernt. Okay, ich drehe um. Ja, der andere weniger heftige ist jetzt von mir aus 500 Lichtsekunden entfernt. Der liegt aber interessanterweise in derselben Richtung. Einfach nur weiter weg. Also es ist auch, der ist auch direkt neben dem heftigen Kampfbereich. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Geht's der auch in der Nähe von irgendeiner Station? Warte. Nein. Der Kampfbereich, an dem ich gerade gewesen wäre, der ist in der Nähe vom Adelmann-Dock. Ja, da bin ich doch gerade. Da bin ich jetzt 19 mm von entfernt.
Ich flieg und der Kampfbereich ist 13 mm von mir. Ich flieg da gerade da weg. Ja, dann dreh um. Ich seh, Moment, ich seh dich. Ich seh dich. Du siehst doch diesen hellen Planeten da, oder? Heller Planet? Ja, ich flieg gerade auf irgendwas. Nein, ich sehe keinen hellen Planeten. Bin ich blind? Ja, ich glaube, du bist blind. Moment. So ein beigefarbener Planet. Aber du backst gerade bei mir so ein bisschen rum von der Entfernung her. Du wirst mir gar nicht angezeigt. Ah, okay, du bist 500, 450 Lichtsekunden entfernt. 400. Moment. 350. Ja, okay, ich komme auf... Ja, gut. Also du kommst auf jeden Fall auf mich zu. Ich sehe aber keinen hellen Planeten. Nein, wo ist jetzt der dumme Kampfbereich hin? Wie blöd. Ah, doch, jetzt. So langsam, da leuchtet was hell auf. Ah, der ist einfach nur sehr klein, der helle Planet. Ja, okay, dann. Verdammt, wo ist jetzt der Kampfbereich hin? Der helle Planet leuchtet so langsam heller als der Stern. Jetzt habe ich gerade dummerweise durch das Ziel setzen auf dich das Ziel für den Kampfbereich verloren. Jetzt sehe ich nämlich nur noch den anderen, der weiter entfernt ist. Ich habe... Moment, was habe ich jetzt markiert? Weiß ich nicht. Nicht den Kampfbereich? Oh, doch. Jetzt will mich auch jemand abfangen. So ein Scheiß. Was ist das unnötig? So, doch, jetzt. Ich habe den Kampfbereich markiert. Nee, das ist kein Planet. Das ist einfach nur ein anderes Schiff. Ich sehe immer noch keinen Planeten hier in der Nähe. Ja, du siehst den jetzt wahrscheinlich nicht, weil der so dunkel ist, wegen dem Stern. Je nachdem, von wo du jetzt gerade heranfliegst. Ich sehe hier überhaupt keinen Planeten. Willst du mich irgendwie verarschen? Ach, da, jetzt. Ja, doch, Planet, Tatsache. Bist du blöd oder was? Was ist da los? Mensch. Ja, ich komme einfach von der falschen Seite. Du hast es erfasst. Ja, da ist nämlich da hinten das Adelmann, Doc. Ja, okay, also perfekt. Wir sind hier genau richtig. Ja, so, und jetzt nehmen wir hier... So. Ich glaube, ich sehe dich. Das müsstest du sein da. Ich weiß hinter nicht, ob ich mich sehe. Jetzt. Weg da, so. Menü. Nein, das... Ja, da fliegt was Blaues. Ich sehe dich. Schön. Du kommst auch mir gerade... Ah, ja. Die Sternschnuppe da. Ja, eben. Genau die. Achso, du bist raus. Okay. Ja, wir sollten jetzt übrigens mal aufhören. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Ist hier auch was los? Ah ja, jetzt ist hier was los. Ich wollte gerade sagen, ich spring nur kurz hier rein und dann... Okay, wir bleiben einfach direkt hier stehen und wählen keine Fraktion, dann kann es hoffentlich nichts passieren. Okay, hier ist aber richtig Party. Ja, definitiv. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Und ja, bis dahin. Tschüss.